Hey Leute, wie Kali Gibran schon gesagt hatte, es muss etwas ungewöhnlich Heiliges im Salz sein. Man findet es in unseren Tränen und im Meer und deshalb zeige ich euch drei coole Lifehacks, die ihr mit Salz machen könnt. Ich denke mal, jeder von euch hat ein Bügeleisen zu Hause, außer vielleicht die Hater. Und bei Benutzung bildet sich nach einiger Zeit so eine Schmutzschicht auf der Unterseite. Um den Bügeleisen dann wieder sauber zu kriegen, lege ich erstmal ein Schneidebrett auf den Tisch, bedecke es mit Backpapier und streue etwas Salz drauf. Das sollte erstmal reichen. Anschließend muss der Bügeleisen auf die maximal mögliche Stufe geschaltet werden. Sobald er sich erhitzt hat, fährt man ihn einfach mehrmals über das Salz, achtet aber darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, da das Salz die Unterseite sonst zu sehr zerkratzen könnte und den Bügeleisen damit unbrauchbar macht. Nach einigen Minuten ist der grobe Schmutz weg und der Bügeleisen ist wieder sauber. Salz hilft übrigens auch, wenn dir mal ein Ei auf den Boden oder Tisch gefallen ist. Um es dann ohne große Schwierigkeiten aufzuwischen, kann man ganz einfach möglichst viel Salz drüber streuen. Dadurch wird dem Ei die Flüssigkeit entzogen, so dass es sich viel leichter aufwischen oder sogar kehren lässt. Und mein Favorit unter den Salz-Lifehacks ist der. Wenn du mal wieder am Auto geschraubt hast oder aus welchem Grund auch immer sehr dreckige Hände hast, kannst du den Dreck mit etwas Seife und Salz problemlos von den Händen waschen. Die Hände einfach nur mit etwas Salz und Seife gut aneinander reiben. Das Salz löst dann auch den hartnäckigsten Schmutz von euren Händen. Und das Beste ist, der Trick ist für den Menschen, aber auch für die Umwelt total ungefährlich, weil eben keine chemischen Stoffe verwendet werden. Und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne liken, es mit euren Freunden teilen oder euch weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.